Hi Leute, vielleicht geht es euch manchmal genauso wie mir. Ihr seid im Internet unterwegs und findet eine besonders schicke Website. Jetzt mal am Beispiel meiner Agentur-Website. Und ihr findet diese Website so gut, dass ihr sie am liebsten für später speichern möchtet, weil ihr sie besser analysieren möchtet oder gewisse Elemente vielleicht zur Analyse später für eure eigene Website übernehmen möchtet. Dann könnt ihr natürlich ganz normal einen Favoriten setzen, ein Lesezeichen für diese Website einstellen. Aber vielleicht dauert es ja eine Weile, bis ihr Zeit findet, diese Website genauer zu untersuchen. Oder vielleicht möchtet ihr euch sie langfristig einfach wirklich als Beispiel mal speichern. Da wäre es sehr, sehr gut, wenn ihr euch einen Screenshot der ganzen Seite machen könnt. Allerdings ist es häufig mit den Bordmitteln vom Computer, also zumindest beim Mac. Hier kann man über Command, Shift, 4 irgendwie einen ganzen Screenshot des Bildschirms machen. Das reicht dann meistens nicht aus. Meistens hätte ich dann hier nur diesen ganzen Bereich, den ich momentan sehe, aber alles, was jetzt hier darunter folgen würde, das hätte ich nicht mit drauf. Und deshalb gibt es dafür eine sehr, sehr coole Browser-Extension für Chrome zum Beispiel, die möchte ich euch kurz zeigen. Und zwar ist die Awesome Screenshot, Screen View Video Recorder, die ist komplett kostenlos. Es gibt, glaube ich, auch eine Pro-Version, aber die habe ich bisher noch nie gebraucht. Die könnt ihr euch einfach mal installieren. Beschreibung ist natürlich direkt hier unterm Video. Und mit dieser Browser-Extension habt ihr die Möglichkeit, mit Knopfdruck ein Foto der ganzen Website zu machen und für später zu speichern. Das ist dann hier diese Kameralinse, die könnt ihr, diese seht ihr oben natürlich hier rechts in der Chrome-Leiste. Und da habt ihr dann die Möglichkeit, direkt auszuwählen, Capture Entire Page. Es gibt natürlich auch verschiedene andere Möglichkeiten, dass ihr sozusagen nur die sichtbare Seite, den sichtbaren Bereich der Seite speichern könnt. Aber wie gesagt, der große Vorteil in diesem Plugin liegt ja daran oder in dieser Erweiterung, dass ihr auch die ganze Seite speichern könnt. Wenn ich das jetzt hier mal mache zum Beispiel, dann wird die gesamte Website durchgescannt. Es dauert einen kleinen Moment, je natürlich nach Größe, Länge der Webseite. Und dann wird hier ein kleiner neuer Tab geöffnet. Es dauert dann auch noch einen kleinen Moment, bis das Bild verarbeitet wird. Dann bekommt ihr hier so eine komische Vorschau. Manchmal sieht die ein bisschen sehr groß aus, hier so wie in meinem Fall. Wahrscheinlich liegt das hier an der Auflösung von meinem Bildschirm. Und hier hättet ihr dann noch die Möglichkeit, wenn das zum Beispiel Textnotizen wären, wenn das so ein kleiner Screenshot von ein bisschen Text wäre, könntet ihr das noch genau zuschneiden und hier irgendwelche Annotations, also Notizen hinzuzufügen. Das ist jetzt allerdings für diese Funktion natürlich nicht so relevant. Ich klicke also einfach auf Done. Dann dauert es wieder eine kleine Sekunde. Und dann habe ich hier das Foto von der gesamten Website gespeichert. Ja, also das ist sehr, sehr cool. Das ist die komplette Website von oben bis unten, vom Header bis zum Footer. Und ihr könnt euch diese Datei ganz normal jetzt einfach runterladen. Ich klicke auf Local Save und kann das dann hier als PNG-Bild bei mir auf der Webseite, auf der Festplatte speichern. Und so sieht das Ganze am Ende dann aus. Wir haben hier, Moment, ganz oben, die Berater SEO, habe ich hier diese ganz lange Bilddatei, die ich mir jetzt irgendwo speichern kann, in einem Ordner mit schönen Webseiten, und ich kann mir die später angucken und sagen, wow, das sah so cool aus, genauso möchte ich das auch aufbauen. Also zum Beispiel, wenn ihr auch dabei seid, eine neue Website zu planen für euer Unternehmen und nach Inspiration sucht, schöne Webseiten auf dem Weg findet, dann könnt ihr einfach einen Ordner mit schönen Webseiten anlegen und die zum Beispiel an euren Webdesigner weiterleiten. Also, ich hoffe, dieser Tipp hat euch ein bisschen was geholfen. Viel Spaß bei euren Projekten. Bis bald, euer Jonas.